Kickoff für die Rebels, aber nicht in gewohnter Umgebung. Aufgrund von Baumaßnahmen im Mommsenstadion empfing man diesmal im Wilmersdorfer Stadion die Hildesheim Invaders. Es ist zwar ein bisschen ungewohnt, aber ich finde eigentlich, dadurch, dass hier alles ein bisschen kleiner ist und da auch mit weniger Leuten mehr Stimmung ist, wir auch mehr Lärm machen können hier, ist es eigentlich ganz schön. Ja, dieser Tapetenwechsel hatte scheinbar positive Auswirkungen auf das Team, denn die Rebels legten in gewohnt schwarzer Kleidung gleich im ersten Viertel ein hohes Tempo an. Angeführt von Quarterback James Harris und einer stark stehenden Defense wollte man die Pleite gegen Dresden im letzten Spiel schnell vergessen machen. Ja, wir haben super gut angefangen. So. Wir wollten heute ein Statement setzen und wir haben gut angefangen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns das Leben wieder mal selber ein bisschen schwerer gemacht als nötig, aber haben es ja dann noch zu einem guten Abschluss gebracht. Keine Zeit zum Entspannen, denn die Gäste aus Niedersachsen konnten immer wieder punktetechnisch in gefährliche Schlagdistanz kommen. Doch die Hausherren aktivierten im letzten Viertel noch einmal die letzten Kraftreserven und gaben den erarbeiteten Vorsprung nicht mehr aus der Hand. Auffallend war vor allem die Härte, mit der diese Partie geführt wurde. Die Härte war heute notwendig, denn wenn du gegen ein schwäches Team spielst, versucht der Gegner dich häufig zu reizen und aus der Reserve zu locken. Deshalb mussten wir heute klarstellen, wir sind hier die Chefs und ihr habt hier nichts zu melden. 40-20 das Endergebnis, so konnte der rebellische Siegerkreis in fast schon ungewohnter Nähe zu den Fans abgehalten werden. Doch egal in welchem Stadion, solche Bilder sind Balsam für die Rebels-Seele.